Hallo, ihr lieben Menschen und Seepferdchen. Ich bin Seahorse, der Admin vom Seahorse Community Craft Server. Und das hier ist mein Server-Tagebuch. In dieser Serie gehe ich immer mal über den Server und gucke, was hier so los ist, wie sich die Bases entwickeln und so weiter. Falls ihr noch nicht auf dem Server seid, sage ich euch auch noch, wie ihr auf den Server kommt. An sich kann jeder mit Minecraft Java Edition mitspielen. Und gleich am Anfang möchte ich noch darauf hinweisen, wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da und wenn ihr mehr sehen wollt, auf jeden Fall ein Abo. Kleiner Hinweis noch vorweg, heute werden wir uns nicht so viele Bases angucken. Die nächste große Base-Tour wird wieder wahrscheinlich das nächste Mal sein. Heute gucken wir uns mal so ein paar andere Sachen an, die hier auf dem Server sind. Wir gucken auch die ein oder andere Base an, aber hauptsächlich eben andere Sachen hier auf dem Server, die so entstanden sind mit der Zeit. Die Touren mache ich immer im Zuschauermodus, einfach damit ich nicht versehentlich irgendwelche Hebel drücke und was kaputt mache und auch damit die Leute nicht merken, dass sie beobachtet werden, denn sie werden beobachtet. Ich wollte auch nochmal einen kurzen Blick auf den Shopping District werfen, einfach weil hier tut sich auch immer mal wieder was und hier hat sich auch einiges getan. Ich weiß gar nicht, wann wir den im Server-Tagebuch das letzte Mal angeguckt haben, aber ja, hier sind einige Shops entstanden. Auch sehr schöne dabei. Ja, ich gehe da jetzt gar nicht die einzelnen Shops durch. Ich wollte nur mal hier rumgucken und kurz einen Blick drauf werfen. Was ihr wo kaufen könnt, könnt ihr dann selber durchgucken. Und euch die besten Angebote raussuchen. Keine große Base-Tour heute, wie gesagt. Aber ich wollte noch mal bei der Base von Late Night TV und Melonen-Toni vorbeigucken. Hier entsteht langsam, aber sicher ein großer Baum aus Akazienholz. Ich glaube, Late Night habe ich eben hier drin gesehen. Er ist hier unten am Buddeln oder so. Ansonsten ist hier in deren Baum ja so ein kleines Basishauptquartier. Ein paar Felder drumherum und hier drin sind ein paar Farmen. Alles ganz schick. Hier geht es noch runter. Ich glaube, das ist neu. Ah, ne, das hier war schon die Seegurkenfarm. Late Night hatte mich auch darauf hingewiesen, dass hier irgendwo noch ein anderer Eingang in den Berg ist, wenn ich mich richtig erinnere. Ah, da. Da geht es noch rein. Oh. Da war er, glaube ich. Ah, hier kommt er in die Mine. Da gucken wir auch gleich rein. Aber hier, ja, das hatte ich tatsächlich nicht gesehen. Ja, gefällt mir. War das hier eine Geode oder haben sie die nachgebaut? Die haben sie nachgebaut, glaube ich. Das ist keine generierte. Ah, und hier so ein schöner Ausblick auf diese schräg in den Berg gehende Schlucht. Oh, und auch mit den Dripleaves hier. Nicht Dripleaves, die Dinger hier. Das ist, das gefällt mir. Dann gucken wir nochmal in die Mine. Oder was er hier macht. Nein, er hebt hier. Das wird ein Lager. Das wird ein Lager, nehme ich an. Was ich aber auch noch entdeckt hatte, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es von den beiden ist, aber da hinten entsteht noch was. Ich denke, das ist auf jeden Fall. Das hatte ich auch gar nicht. Ich hatte was auf der anderen Seite gesehen. Die bauen hier ein ganzes Königreich auf, glaube ich. Hier eine Windmühle. Das ist doch alles von denen, oder? Ich glaube, das dürfte alles von denen sein. Aber das habe ich alles. Haben sie klammheimlich gemacht. Ich finde diesen Brunnen hier auch sehr schön. Und hier den befestigten Strand und Leuchtturm. Das wird ein Leuchtturm. Aber was ich eigentlich noch gesehen hatte, war auf der anderen Seite. Dann da hinten. Da entsteht ein Schloss. Die sind fleißig. Oder gehört das noch jemand anderem? Weil das ist wirklich ein Stück weg. Allerdings haben sie hier auch den Pfad schon angelegt, also markiert. Das ist auch eine sehr schöne Stelle für das Schloss hier. Hier müssen sie dann, ich weiß nicht, ob sie das hier so hochgehen lassen oder noch terraformen. Auf jeden Fall. Ja. Gefällt mir, was hier passiert. Passiert einiges. Ja, das ist von Late Night. Hier sind... Hallo Reisende. Hier ist das Reich 26... Ah!
und du da so 26, also nicht von Late Night. Hier sind nur Late Night Köpfe, oder hat er einen ähnlichen Kopf? Ah, aber er hat sich dann hier angesiedelt. Okay. Also die Gegend hier wird auch bevölkert. Da das Schloss, da Late Night und Melontoni. Und ich vermute, dass dahinter ist noch von denen. Bin ich aber auch nicht sicher. Ehrlich gesagt, weiß ich. Müsste ich denken, weil dieser Pfad hier so lang geht. Aber das kann natürlich auch jemand sich angebunden haben. Schauen wir uns mal an, wie es weitergeht hier in der Gegend. Einen kleinen Blick ins Ende können wir auch mal wieder werfen. Da waren wir in der Welttour. Oh, ist eine ganze Weile her. Ja, ich weiß nicht genau, was der letzte Stand war. Die Enderman-Farm war mit Sicherheit schon da. Aber hier gab es noch ein paar Ergänzungen. Zum Beispiel hier. Es ist einfach eine Wand. Die Sache ist, die ist baugeschützt. Einfach. Oh, hier liegen jede Menge XP rum. Das ist immer so. Die Sache ist, das ist allgemein gut und wir wollen nicht, dass hier dann irgendwer anfängt, irgendwas abzubauen, mit Absicht oder versehentlich. Darum kann man hier nichts abbauen und auch nichts platzieren. Das kann man hier aber seine Schalkerboxen, Schalkerboxwand, falls man einiges zu entscharten hat oder so, kann man das hier platzieren. Und ja, dafür, das hat sich getan und sonst ist hier ein Enchanting Table drin und allgemein ist hier ein bisschen was, umgebaut worden. Alles in allem. Aber noch dieselbe Enderman-Farm wie vorher. Die Endhauptinsel war, glaube ich, auch schon zumindest dabei, grün zu werden. Jetzt ist sie deutlich grüner. Ja, auch ein paar Bäume sind hier und so. Das war Late Night. Und auch hier so schöne Stein, Fels, Felsen. Felsen ist das richtige Wort. Und wenn ich mich nicht irre, genau hier. Ja, genau, hier haben wir, hier haben wir auch ein Beacon. Ich war hier tatsächlich noch gar nicht drin. Ich, hier unten. Ich wusste, dass es existiert, aber ich war hier noch gar nicht selbst drin. Hier sehen wir auch, das ist ein Wizard-Killspot. Dies ist ein Wizard-Käfig, um einfach den Wizard zu töten. Einfach auf dem Obsidian liegen, Soul Sand platzieren und Köpfe platzieren. Anschließend Wizard bekämpfen, bitte nicht griefen. Das Redstone ist für Massenbekämpfung einfach im passenden Winkel hin. Was ist? Achso. Und Köpfe in Dispenser legen. PS, dies ist für alle zur Nutzung. Bitte nicht griefen. Thanks. Have fun. Griefen wäre hier tatsächlich natürlich. Griefen ist immer ein Banngrund. Gibt immer Strafen, ne? Ist klar. Also hier kann man dann auch seine Ursa ganz bequem machen. Ohne. Abgeballert zu werden. Und hier an den Hühnern seht ihr, wir haben auch ein paar Leute Hühner gespawnt, also Eier geworfen, um Wizard-Rosen zu kriegen. Also wird schon öfter benutzt. Hier sind wir bei der Base von Schnitzel. Ich bin hier aber gar nicht wegen der Base direkt hier, die auch weiter wächst. Ich suche hier was in der Nähe sein muss. Ich weiß leider nicht die genauen Koordinaten. Ich finde es leider nicht. Ich glaube, das war hier. Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, dass es hier in der Nähe war. Er hatte mir, glaube ich, mal die Koordinaten geschickt. Kann sein, dass es einfach In-Game-Chat war. Ich finde sie jetzt jedenfalls nicht mehr. Schade. Schnitzel hat eine Drip-Spleef-Arena gebaut. Das heißt, Spleef auf Drip-Leaves im Grunde. Und dann mit Armbrüsten. Das hätte ich jetzt gerne gezeigt. Zeige ich dann in der nächsten Base-Tour, denke ich. Da frage ich dann nochmal nach den Koordinaten. Gerade auch nochmal nachgeguckt. Er hat sie nicht in den Koordinaten-Channel geschrieben, wo wir die Koordinaten sammeln. Also, schade. Aber nächstes Mal dann. Übrigens, wenn ihr eure Base auch in der Base-Tour haben wollt, die ihr hier auf dem Server spielt, schreibt die Koordinaten von der Base in den Discord-Channel CCC Coords. Das ist mein Leitfaden dann, wenn ich nach Bases suche in der Base-Tour. Da gehe ich dann da von Base zu Base. Es läuft derzeit ein Bauwettbewerb und ich lasse mich meistens bei sowas nicht zu gerne spoilern, aber ich wollte mal einen Blick drauf werfen. Er läuft jetzt eine Woche, geht noch eine Woche ungefähr, nicht mehr ganz eine Woche.
Jo, aber wir sehen, hier ist schon einiges Großes gebaut werden worden. Ich gucke hier nur mal fix drüber. Da ist noch nichts passiert. Also ich kann jetzt schon sagen, die Rate der Leute, die sich beteiligen, ist definitiv, also von denen, die angemeldet sind, ich fange den Satz nochmal neu an. Ich kann jetzt schon sagen, die Zahl der Leute im Verhältnis zu den Anmeldungen, die wirklich bauen, ist besser als letztes Mal. Da hatten, ich glaube, 3 Leute von 7 angemeldet gebaut. Hier sind 7 angemeldet und ich sehe hier nur noch 2, die noch ihre Anfangsmarkierung haben. Ich hoffe natürlich, die bauen auch noch. Das fände ich schön. Ja, sonst, ich beurteile es gar nicht. Ich gucke nur kurz grob drüber. Der Bauwettbewerb besteht darin, eine Blumenfarm schön zu machen. Hier sehen wir haben hier so ein paar vom Server einfache Blumenfarmen hingestellt. Und die Teilnehmer haben die Aufgabe, die schön zu machen. Die können die auch umbauen und so. Wichtig ist, die muss ungefähr an derselben Stelle bleiben für die Blumen. Weil wir haben die so verteilt, dass verschiedene Blumen eben rauskommen insgesamt. Ansonsten schön machen. Das war im Grunde die Aufgabe. Und dabei müssen die noch funktionieren. Und ja, wie gesagt, ich beurteile jetzt gar nicht. Ich gucke nur mal drüber, was so alles entstanden ist. Ich weiß jetzt auch gar nicht auswendig, was wessen Plot ist. Ich kann es mir bei ein paar Sachen denken, dass ich so ein bisschen den Baustil oder den Stil von den Leuten wiedererkenne. Aber ja, ich habe die Plots natürlich auch selbst verteilt, aber das habe ich auch wirklich ganz schlecht im Gedächtnis. Das ist der Stand des Wettbewerbs. Nächstes Wochenende ist, wenn ich mich jetzt nicht irre, die Beurteilung. Ich habe die Termine jetzt nicht genau im Kopf. Die stehen im Discord und ich habe sie mir natürlich auch aufgeschrieben. Nochmal, also nach dem Wochenende stehen dann auch die Gewinner fest, denke ich. Und ich glaube, das war's dann auch schon fast. Wenn ihr noch nicht auf dem Server seid und mitspielen wollt, findet ihr in der Beschreibung den Link zum Seahorse Discord. Da müsst ihr drauf gehen, da gibt es einen Kanal, CCC-Anmeldung, da drin ist, GG. Da drin in dem Kanal, CCC-Anmeldung, ist der Link zur Anmeldung, das ist ein Google Docs-Formular. Wir speichern die E-Mail nicht, ihr braucht aber einen Google-Account, das verhindert einfach doppelte Anmeldungen. Und wir bearbeiten die Anmeldungen 3-mal die Woche und dann kriegt ihr eine Markierung auf dem Discord und da erhaltet ihr, also ihr seid dann gewitelistet und da erhaltet ihr dann die Server-IP und den ganzen Kram. Und jetzt bedanke ich mich sehr bei allen Patreons, die dabei helfen, den Server zu finanzieren und auch allen, die bei Tipeeestream spenden. Beide Links findet ihr unten in der Beschreibung, falls ihr auch was dazu tun möchtet. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert und bis zum nächsten Mal.